Eine neue Folge von. Jetzt haben sie wieder hier oben stehen Hops genommen. Ich bin verwirrt, weil jetzt haben sie hier Hops genommen genannt, aber in der letzten Folge haben sie ja, weil das Format heißt ja eigentlich Hangover Bachelor, nur auf dem Kanal Hops genommen. Es verwirrt mich voll, dass es jetzt so ist, aber wahrscheinlich wollen die mehrere verschiedene Formate dort starten. Weil früher war es so: Süß. Krass-Lassenfahrt-Kanal, Oh Mann, hast du das für ein Krass-Lassenfahrt, Weichei? Villa der Liebe-Kanal, Villa der Liebe. Jetzt haben sie den Hops genommen genannt, aber das Format heißt Hangover Bachelor, aber jetzt haben sie wieder Hops. Hä? Egal, jedenfalls, neue Folge, Folge 3, glaube ich, ja, Staffel 2 von Villa der Liebe und Folge 3. Sie macht eine Arschbombe. Toller Titel, legen wir los. Let's go, Kumpel. Los. Also, ich denke nicht, dass ich das schaffen werde. Du bist noch viel zu jung, um mit Ellen zu flirten und was Ach, sonst. könnt ihr da komische Masken, Mann, da schon wieder, ey. Sonst was? Hast du einen Dachschaden oder so? Am Ende werde ich die Siegerin sein. Ah, stimmt. Wir haben mitbekommen, dass sie es nicht geworden ist. Stimmt. Das hat sie ja dann gesagt. So, nee, bin ich nicht. So hat es ja geendet, letzte Folge. Cool. Ich sing wunderschön, ich weiß, weiter geht's. Also ich bin auf jeden Fall nicht die Gewinnerin, aber die Hüterin eines großen Geheimnisses. Sag mal, wie gut kennst du eigentlich Stu, Phil und Doug? Naja, wir sind beste Freunde. Ja. Was? Beste Freunde? Was? Haben Sie sich vor 5 Sekunden noch gefragt, wer ihr gegenseitig seid? Oder hat er jetzt die Erinnerung wieder zurück, dass sie jetzt beste Freunde sind oder wie auch immer? Und außerdem ist es doch an einem Wochenende, als ob man dann über ein Wochenende direkt beste Freunde wird. Hä? Okay. Oder so. Beste Freunde. Bist du ja sicher. Also, gestern hat sich das ganz anders angehört. Sie weiß Du hast erzählt, dass alles. sie sich bis aufs Blut gemobbt haben. Denn, was ist jetzt für eine komische Rückblende hier? Schwarz-weiß, okay. Immer wer da hämmert. Hallo, hallo, ist da jemand? Hallo. Na, wer hat heute Geburtstag? Welches Sternzeichen? Ist Lautstärke so gut oder zu laut? Sag gerne Bescheid, ne? Es steckt ein bisschen aus bei mir, aber kann sein, dass es gerade passt. Hast du. Sternzeichen Hurensohn. Herzlichen Glückwunsch zum Fettsand. Und wie viele sind gekommen hier zu deiner Geburtstagsfeier? Keiner. Und weißt du, warum wir da sind? Weil wir dich mästen wollen. Mästen bist du komplett. Platz, du fetter Schwein! Rainer! Ich habe die Szene gesehen in den Instagram-Stories. Da habe ich sie gesagt, so, hä? Was ist das? Was soll das denn? Aber das war keine richtige Rückblende, oder? Das war so ein chaotischer Rückblickstraum, wie auch immer. What the F? Oh Mann. Drei Tage zuvor. Ich finde es wirklich beeindruckend, wie selbstsicher du bist und wie du mir jeden Gedanken aus dem Kopf liest, so als wüsstest du, was ich will. Also ich muss sagen, ich war schon immer. Naja, also. Der Typ kann gut schauspielern. Meinst du, wen meinst du jetzt? Marvin oder was? Fand ich cool. Ja, ist von TikTok, ja. Ups, oh nein, das habe ich gemacht. Ist der Chat weg? No. Okay. Ziemlich gut, Wünsche von den Lippen abzulesen. Und ich muss sagen, du entsprichst sehr meinem Typen. Also ich Ah mag ja. das, wenn Männer ein paar Pfunde mehr drauf haben. Ah Wie ja. meinst du das? Du weißt schon. Alan und Lilia, für euch steht jetzt. Wie meinst du das? Ich bin doch eigentlich wunderschön muskulös. Ich weiß auch, was meinst du eigentlich? Keine Ahnung, was sie meint. Und wieso steht jetzt an Lana plötzlich random hier einfach so eine Box draußen, eine Pampa? Das ist so komplett, hä? Ein wichtiger Vertrauenstest an. Oh. Lasst euch beide in die Arme des anderen fallen. Ja, lass uns das sofort machen. Los, dreh dich um. Ich weiß Du nicht. kannst mir vertrauen. Mach deine Augen zu, dreh dich Oh um. ja, Pfeil, lass dich fallen. Ich dachte, er macht so. Lass dich fallen, oh ja. Oh, ich habe es schon 100 Mal gemacht. Los geht's. Bist du sicher? Ja, los. Ich habe richtig Bock. Nein. Komm, 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 Danke, komm, komm. danke, danke. Und. Angelina, hi. Ah!
Ja, jetzt bin ich dran, Wow, was für Trausgeburt, du weißt. Ich komm jetzt sicher. Ich fand, das ist keine gute Idee. Was? Hast du gefangen? Ich hab hier etwas für dich. Eine Rose. Danke. Hey, was passiert? Hä? Was ist eine Wunsch-Traumvorstellung oder was da passiert ist? Warum, warum ist es überblendet worden? Das ist keine gute Idee. Da ist eine Lücke drin irgendwie in seinem Gedächtnis irgendwie. Da fehlt irgendwas. Ich glaube, das soll darauf abspielen so. Und nachher so Butterfly-Effekt-mäßig, dass er dann da zurückreisen kann, die Momente dann beim. Kennt ihr den Film Butterfly, den ersten? Das ist echt gut, Butterfly-Effekt. Ich habe hier etwas für dich. Eine Rose. Danke. Die Rose der Schande. Was? Denkst du, ich durchschaue dich nicht? Wie du dich verhältst, wie du dich anziehst, wie du dich mir gegenüber gibst. Einfach billig. Oh. Wie du mir in die Augen schaust. Du denkst auch, ich bin ein reines Sexobjekt. Aber das bin ich nicht. Schande. Ja. Echt. Krass. Schande. Er kann Rosen der Schande verteilen? Also wer Rosen bekommt, ist raus oder was? Oder ist nicht weiter dabei oder ist nicht betrachtet worden weiter oder was? Nicht, das Gegenteil quasi vom Bachelor, ja. Was ist denn für eine dumme Aktion? Welcher Typ will dann wirklich eine romantische, zurückhaltende Frau? Richtig unsympathisch, dieser Ellen. Okay, die Musikszene, die Sequenz war arg kurz irgendwie. Ging so krass weiter, diese fröhliche Musik. War ein bisschen weird gerade, muss ich sagen. Ja, ist hier eine ganz schöne Meisterleistung. Ich bin noch nicht lange da, ne? Aber das hier war mein Herzensprojekt. Da habe ich alles dran gesetzt. Ich bin unten. Vom Meer haben wir das Wasser einmal für einmal hier hochgetragen. Wichtig ist nämlich, dass das... Was ich gerade ultra heftig finde, ist die Tiefen und Schärfe im Hintergrund. Ey, das sieht so surreal aus, wie krass unscharf der Hintergrund ist. Als wäre das nicht echt oder so. Nicht heftig, ich muss gerade zurück. Ich war gerade so von diesem Effekt geflasht. Ich muss nur zurück. Da habe ich alles dran gesetzt. Ich bin unten. Vom Meer haben wir das Wasser einmal für einmal hier hochgetragen. Ja, genau. Wichtig ist nämlich, dass das alles Maßarbeit ist. Dass du genau alles vernünftig da denkst. Ja, ist jetzt hier ein bisschen, teilweise ein bisschen, also ist eigentlich alles fest. Perfekt alles gemacht. Ja. Boah, das ist echt krass. Ja, wenn du magst, können wir ja nachher mal ein bisschen Probe schwimmen. Ja, gerne. Hey, wer ist hier eigentlich für den Pool zuständig? Oh, ich würde mal sagen, das ist meine Aufgabe. Ja, gibt es hier eigentlich irgendwelche Regeln oder so komplette No-Gos? Ja, die eine Regel wissen wir auch von letzter Folge, nicht in den Pool urinieren. Wir hätten es mal in meinem Hallöchen in den Kommentaren geschrieben, dass was urinieren bedeutet. Also urinieren bedeutet... Darf man das sagen? Pinkeln? In den Pool. Darf man nicht, ne? Verboten. Brody bildet. Naja, wie gesagt, nicht in Badehose rein, dann ordentlich reinschiffen, ne? Und dann gibt's noch eine goldene Regel. Die ist ganz besonders wichtig. Kein Reinsetzen. Was? Ah. Ja. Okay. Das ist es eigentlich. Kein Reinsetzen? Wie? Na? Sonst ist alles erlaubt. Sonst ist das eine Spaßzone, sag ich mal. Kannst du alles machen, was du willst. Kein Reinsetzen? Im Wesentlichen ist es das. Ach so. Ne? Ach so, kein Reinsetzen. Also nicht, meint ihr damit kacken oder was? Mit keinen reinsetzen oder nicht reinsetzen ins Wasser. Du kannst dich doch setzen, wie du willst. Alles klar. Oh Mann, dieses Lied. Nicht reinkacken, okay. Nein, ich wusste, was Urinieren bedeutet. Ich wusste es. Aber es hat jemand ein Hallöchen in die Kommentare geschrieben, hat gefragt, was Urinieren bedeutet. Ich weiß, Leute, ich bin 26, ich weiß schon alle möglichen Wörter, die man für irgendwas sagen kann. Also ich weiß auf jeden Fall, dass... Leute. Ah. Oh, da kommt Ulrike wieder. Oh, hi. Hi, sorry. Was machst du denn hier? Ich bin so unfassbar müde. Müde? Ja, ich muss ins Bett. Ich kann nicht schlafen, das ist... Wenn es ein bisschen hell ist draußen oder wenn im Nebenzimmer nur Licht an ist und es einfach im Zimmer nicht komplett dunkel ist, ich kann nicht einschlafen. Das ist so ein Ding bei mir, ich weiß auch nicht. Ich bin todmüde. Ich habe die letzte Zeit einfach nicht geschlafen. Also nur bei Dunkelheit? Ja. Und ja. Wenn man miteinander schläft, wie machst du das dann? Sonst sieht man sich ja nicht. Also. Das ist okay. Also da schlafe ich ja nicht. Da schlafe ich ja dann mit jemandem. Also es, das geht. Aber danach, wenn ich dann schlafen wollen würde... Dieser Übergang gerade so,
Ich weiß doch klar, was ihre Absichten sind. Muss man es ausmachen. Okay, verstehe. Okay, ich glaube, ich gehe pennen. Drüben ist doch noch die Poolparty. Hast du nicht Lust mitzukommen? Aber ich bin so müde. Komm schon. Das sind bestimmt alle unten. Ganz kurz, nicht lange, ja? Okay. Okay. Ich weiß. Wir sollten eigentlich mit Alan flirten und ihn heiß finden. Das will ich auch unbedingt machen, aber... Will gerade irgendwie wenig, oder? Doch, die eine wollte es gerade eben. Aber nur, weil sie... Was wollte sie? Sie will nur das Geld haben, glaube ich. Oder war es nicht die eine, die so viel Geld haben wollte von ihm? Und dann die eine, die will ja mit dem Handwerker gerade rummachen. Die andere Blonde will wahrscheinlich dann was mit dem Gärtner. Und sie ja was von Doug. Also komplett andersrum wieder. Habt ihr schon mal von Liebe auf den ersten Blick gehört? Dieser Doug raubt mir einfach den Atem. Alles okay bei dir? Ja. Erstmal geredet, das mal genug erreichen. Der ist mega schön, ich liebe viel. Was meinst du? Aber deiner ist auch richtig schön. Ja, ich glaube, der Kontrast ist nice. Ja, voll die schöne Farbe. Drauf dran. Darf ich mal stören? Wassereis. Hi. Alles gut. Wir probieren nur die Bikinis an für heute Abend. Hä? Was macht ihr? Alan, du kannst ruhig gucken. Wir sind angezogen. Du siehst uns doch heute Abend in den Bikinis. Nein, Ladies. Ich habe meine Prinzipien. Und außerdem könnte das heute Abend wie bei einem Blind Date werden. Was? Gentleman? Ja. Ach so. Blinded, weil sie noch nie vorher in Badebikini gesehen hat. Deswegen in der Richtung Blinded, weil eigentlich kennen sie es ja schon. Ist ja kein Blinded mehr. Und das könnte heute Abend eine von euch sein. Oh nein. Unangenehm. Das wollte er denen jetzt sagen, oder was? Der wollte jetzt mit dem... Warum ist er nicht... Der wollte es dir nur mitteilen, wie er mit dem Wassereis jetzt das Eis so bearbeitet, oder was? Das war jetzt sein... Okay. Der weiß auf jeden Fall, wie man mit Frauen umgeht. Definitiv weiß er auch, wie man... Ja, wie er alle rumkriegt. Die sind bestimmt begeistert jetzt davon. Jede Wette. Lions. Hey, alles Kamerateam mit der Rose. Lilia, hier, du hast deine Rose vergessen. Ich will die verfickte Rose nicht. Keine Frau will irgendwelche Rosen. Ich will auch nicht mehr gefilmt werden. Das ist auf jeden Fall an der richtigen Stelle, wenn sie nicht mehr gefilmt werden will. Definitiv ist sie da an der richtigen Stelle, bei so einem Fernsehformat da mitzumachen und dann... Ach Mann! Aber ist jetzt da hinten der Typ rumgerannt, ne? Hab ich gerade gemacht. Rosen. Ich will nicht mehr gefilmt werden. Habt ihr das eben auch gesehen? Egal. Vor allem, er rennt einmal quer durchs Bild und keiner verfolgt ihn weiter so. Als wäre er nur in dem Bild und dann direkt wieder verschwunden. So, hä? Magier. Das ist ja nicht so, als würde er von rechts irgendwie angerannt gekommen sein und von da links irgendwo noch hinrennen irgendwie. Also ich als Kameramann würde direkt ihn verfolgen, so, wohin rennt er denn jetzt? Aber gut, das ist ja alles, muss alles so geheim bleiben, ne? Das ist ja der Maskenmann, wer immer er ist. Heute Abend alle da seid in dieser bezaubernden Villa. Ich freue mich wirklich sehr, hier die Zeit mit euch zu genießen. Denn genau darum geht es im Leben. Die Zeit zu genießen. Es geht um Spaß. Wie bei so Soldaten, wenn der Typ vorbei rennt, rechts, links und diese Ansprache hält, so ähnlich kommt es mir gerade vor. So. Ihr müsst jetzt Spaß haben und ja. Um Liebe und um Vertrauen. Ihr alle, wie ihr hier steht, seid Sonnenblumen. Liebe, lebe, lache. Schöne Rede. Danke. Und genau deshalb. Boah, mit dem geilsten Shirt hier, was er anhat, ey. Diese Katzen. Uff, einfach. Boah, hat er sich das Weiß angelassen? Warum jetzt mit Katzendruck? Im Intro hat er einen Hund drauf, hier hat er Katzen. Wird die Kandidatin, die jetzt als erstes in den Pool eine Arschbombe macht und die muss knallen,
heute Abend von mir extra Aufmerksamkeit bekommen. Bitte. Ich dachte jetzt auch, dass es nicht so schnell geht. Ich dachte eigentlich, dass jetzt irgendwie alle so stehen bleiben, so husten, so. Ich will eigentlich nicht reinspringen. Also ich hätte das eigentlich irgendwie eher mehr erwartet gerade. Du meinst richtig ernst. Es mag sein, dass ich gerade geklungen habe wie jemand, der sich jahrelang Selbstvertrauen vor dem Spiegel eingeredet hat, der sich für Dreck gehalten hat, für ein Nichts und Niemand gehalten hat. Du bist eine Sonnenblume und du verdienst es, von der Sonne geküsst zu werden. Liebe, lebe, lache. Du bist eine Sonnenblume und verdienst es, von der Sonne geküsst zu werden. Liebe, lebe, lache. Du bist eine Sonnenblume und verdienst es, von der Sonne geküsst zu werden. Okay, er bringt es auf jeden Fall sehr überzeugend rüber jetzt da, wie er so monoton sich selbst gegenüber spricht. Also so übe ich lehrlich auch mal meine Reden. Jedes Mal, bevor ich live gehe, überlege ich genau, was ich sage vom Spiegel und trainiere das den ganzen Tag. Deswegen kommen auch so wenig Videos, weil ich wirklich den ganzen Tag vom Spiegel trainiere und dann das eine Mal muss es dann klappen direkt. Ist Bescheid. Küsst zu werden. Liebe, liebe, lache. Aber ich bin eine Sonnenblume und ich genieße jeden Tag! Und mit der Arschbombe hat Hayden bewiesen, dass sie genauso tickt wie ich. Ja. Mensch, Alan, mir tut das total leid, aber ich glaube nicht, dass wir dich... Hä, aber was war... War jetzt der Geburtstag seine Rückblende? Und was mit dem Geburtstagsfeier, wo sie den Kopf in den Kuchen gedrückt haben, war das echt oder war das jetzt wie fake? Oder ich bin komplett verwirrt gerade. Gemobbt haben. Das ist doch. Du bist so ein Sonnenschein, eine richtige Sonnenblume. Du bist. Ich glaube nicht, dass wir das machen. Ich glaube auch, dass es ein Missverständnis ist, ehrlich. Würde ich niemals fertig machen. Auch wenn wir uns nicht erinnern können, das ist safe nicht passiert. Wartet mal. Ellen, auf deinem TikTok-Account? Da gibt's was zu Duck. Was, Duck? Was meinst du? Gefragt. Ja. Heilige Scheiße. Oh mein Gott, Doug hat einen TikTok aufgenommen mit ihr? War das sie? Oder war das diese andere Schwester da von der Ulrike? Aber er hat einen TikTok aufgenommen, Leute. Doug, oh mein Gott. Der Sprung sei ja schon. Und das war's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat einen TikTok aufgenommen. Das ist mir ultra fremd gehen. Also ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht, Leute, weil das war gerade eine heftige Sache. Und vor allem war der Titel nicht mal Clickbait. Sie hat eine Arschbombe gemacht. Und ich bin schon aufs erste Date quasi und er hat die erste Rose verteilt, die Rose der Schande. Es bleibt spannend. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Zu wild, genau, Henry. Oh Mann, ey.